Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Remnant Guide Video. Ihr seid bestimmt deswegen hier, ihr möchtet wissen, wie ihr die höchsten Stufen von Reliktfragmenten freischaltet. Das sind die passiven Fähigkeiten, die immer aktiv sind, die ihr in euer Herz sockeln könnt. Es dauert normalerweise ewig und ihr braucht unverschämt viel Glück, dass ihr immer eine neue Aufwertung für einen dieser Schaben bekommt. Und es gibt ja einige davon. Dann die meisten von euch werden wohl wissen, dass er hier keine riesengroße Hilfe ist. Denn meistens, wenn ihr random bei ihm was zieht, bekommt ihr einfach nur 5 Fragmente als Cashback zurück. Wenn ihr die höchstmöglichsten Stufen, also mythisch oder sogar auf mythisch aufwerten möchtet, und das bei ihm hier, weil es bei ihm am einfachsten ist, müsst ihr im Apokalypse-Modus sein. Story- oder Abenteuer-Modus ist vollkommen egal. Entschuldigung. Und dann müsst ihr, es ist mit etwas Arbeit verbunden, geht ihr in das Menü hier, drückt den linken Stick rein und dann habt ihr hier stehen Archetypen-Level. Das ist 20 bei mir, ja? Und drunter steht gesamtes Archetypen-Level. Das setzt sich aus jedem Archetyp zusammen, den ihr bisher gelevelt habt. Bei mir ist es 110, sprich ich habe 11 Klassen aufs Maximum gebracht. Entschuldigung, mir fehlt nur noch der Alchemist. Ihr wollt ein Level von 100 und die höchste Chance sind 110. Alles, was darüber hinausgeht, ist aktuell Bonus und erhöht die Chance minimal. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie sich das zusammensetzt, jedes eurer Level, die ihr aufgestiegen seid mit euren Archetypen, erhöht diesen Gesamtwert. Und ihr wollt, wie gesagt, 100. Ab 100 beginnt er zwar erst recht relativ selten, aber er beginnt damit, die seltensten Versionen der Reliktfragmente zu verkaufen. Wir schauen mal. Also ich habe hier Heileffektivität. Plus 4 fest. Das ist einfach nur eine Bezeichnung. Wir wollen mystisch. Okay, ich habe drin Apokalypse-Modus und ich müsste eigentlich genügend Klassen gelevelt haben, damit er mir jetzt den geilen Scheiß verkauft. Also gucken wir mal. Da. Schildeffektivität mystisch. Gucken wir nochmal. Bisschen Cashback. Hauen wir mal hier einen roten rein. Ne? Wie wäre es mit dem gelben? Ah, eingesammelte Munition, mystisch, da habt ihr's. Makellos. Da ein bisschen Cashback. Cashback, immer noch. Mordschaden, mystisch. Geht doch. Und jetzt bin ich blank. Feuerrate im Fernkampf, mystisch. Und so geht das. Jetzt werdet ihr vielleicht noch das Problem haben wie ich. Wie oft habt ihr schon bei ihm hier etwas ausgegeben und ihr sagt, ja scheiße, ich habe keinen Reliktstaub mehr. Keine Sorge, ich habe euch. Und zwar, es ist ganz einfach. Ihr braucht eine Kette und zwar nur eine ganz bestimmte. Und das ist diese hier. Siegel des einzig wahren Königs. Um das herzustellen, müsst ihr sowohl Faelin als auch Faerûn besiegt haben und dann jeweils den jeweils entgegengesetzten König davon berichtet haben. Ihr bekommt dann jeweils einen unterschiedlichen Ring. Habt ihr sie beide, geht ihr mit den beiden Ringen zu Nimue und ihr macht euch diese Halskette. Ihr braucht diese Halskette. Mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht nur das hier. Was ihr jetzt macht, ihr equippt die Halskette, geht an den Weltenstein. Ihr rollt euch Lossem im Abenteuermodus, wenn möglich. Und ihr möchtet die Faelin und Faerûn, das erkennt ihr hier an dem Bild von den beiden. Den möchtet ihr als World Boss. Und dann geht ihr zum Hof des Palastes. Es geht rasend schnell, werdet ihr sehen. Es ist einfach nur mal wieder neu rollen. Und ihr seht es gleich. Ihr seht es gleich, es ist wirklich super einfach. Investiert einfach ein bisschen Zeit und ihr habt ganz schnell 4 Lichtstaub. Denn wenn ihr die Kette equipped habt, die Kette des einzig wahren Königs, Echt hübsch. sollte. Ich vertraue diesem Ort nicht. Momentchen. Sprach er und hat sie nicht ausgerüstet. Hier. Hier, ihr equippt das. Dann fährt diese Statue nach oben und offenbart ein Herz. Solltet ihr das noch nicht gesammelt haben, bekommt ihr beim ersten Mal ein Herz. Und wenn ihr es wieder sammelt, 15 Reliktstaub. Das ist alles. Ihr geht dann sofort wieder zurück zum Stein. Wir machen das jetzt gerade eben zusammen, damit ihr mal seht, wie schnell das gehen kann. Ja, es ist jetzt nicht unfassbar schnell, aber
Ehe jetzt jemand meint, da kann ich in der Zeit aber auch das Spiel spielen und aus Kisten kommt das ja auch. Ja, 4 bis 5 können aus Kisten rauskommen. Und du musst erstmal Kisten finden, du bist eine ganze Weile am Rumlatschen. Wenn es dir aber ums effektive Farmen geht, ist das hier auf die kurze Zeit gesehen deutlich effektiver. So, wir gehen her, Abenteuermodus neu würfeln, Lossen, Apokalypse-Modus einfach, weil, ja, ihr könnt egal welchen Modus nehmen, es ist wurscht. Schauen wir, Nope. Klickt man nochmal, wieder Abo. Nein, die Irrenanstalt wollen wir auch nicht. Los. Jawohl. Seht ihr, so schnell kann das gehen. Und wir sind wieder auf dem Weg. Wir haben die Kette noch equipped. Und in der kurzen Zeit haben wir jetzt 30 Fragmente. Also mach das 10 Mal, dann hast du 300. Da hast du 150. Mach das 20 Mal, dann hast du 300. Entschuldigung, diese mathematischen Patzer. Das tut mir leid. Ja gut, seht ihr? Und da kommt das Ding hochgefahren. Zick, zack, zuck. 15 Stück mehr. Und ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt helfen. Wenn es euch was gebracht hat und ihr habt jetzt Infos darüber erfahren, dann wäre es schön, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Ich werde mir Mühe geben, euch demnächst wieder mit dem neuesten heißen Scheiß aus der Remnant 2 Welt zu versorgen. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag, ja? Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.